euch ein bisschen was zu erzählen über meine Entwicklung mit der Homöopathie. Und ich bin ja ein Mensch, der noch nie wirklich erlebt hat, dass er gesagt hat, ich bin an einem Punkt, wo alles 100% gut geht und es muss sich nichts mehr verändern. Ich sage immer, das einzige Gleichbleibende in meinem Leben ist die Veränderung. Und darum, und das ist für meine Schüler manchmal nicht so leicht, das weiß ich, es tut mir auch leid, müssen die, wenn sie ein paar Jahre hier sind, immer wieder damit rechnen, dass sich was verändert. Und manchmal verändert sich dann was und dann sage ich ein halbes Jahr später, war ein Irrtum, hat nicht geklappt. Ich mache das jetzt nicht weiter. Und dann sagen der andere, ja, sag's ihm doch erst, wenn du es 2 Jahre probiert hast und es klappt. Schaffe ich nicht. Wenn ich was verändere, muss ich das sagen. Aber ich sage dann auch, wenn es nicht klappt. Ich bin vor 2 Jahren einem Mann begegnet. Das Erste, was mir an ihm ganz besonders gefallen hat, ist, dass der so schüchtern ist. Dass der so einen wunderbaren holländischen Dialekt hat. Ich liebe Menschen mit holländischen Dialekten. Rudi Carrell war irgendwie mein großer Fan. Herbert van Veen, der kann singen, was er will. Ich muss immer weinen. Und der Ewald kommt auch aus Holland. Und der hat auch diesen wunderbaren Dialekt. Und darum fällt mir das überhaupt nicht schwer, furztrockene Theorie bei dem zu hören. Weil wenn es jemand in Sächsisch oder Holländisch macht, kann ich da total zuhören, wenn der das auf Hannoveranisch machen würde, würde ich wahrscheinlich nach 10 Minuten einschlafen. Ja, und ich möchte euch eigentlich gar nicht so viel von dem Ewald erzählen. Ich möchte euch einfach auf ein Seminar von ihm hinweisen, was wir Martin verdanken, weil Martin ist der, der Ewald vermarktet. Und das Seminar, was ich bei dir gekauft habe, als ich dich fragte, Martin, sag mir doch mal, womit kann man denn anfangen? Heißt die? Hahnemanns Arznei im Wechsel. Hahnemanns Arznei im Wechsel. Und wenn ihr euch das anhört, könnt ihr euch einfach eure eigene Meinung machen. Ich will das einfach mal hier so in den Raum stellen. Ich werde jetzt 2 Jahre nach dieser Methode behandelt. Mir tut es sehr gut. Und ich habe dann mal angefangen, vor einem Jahr so ganz vorsichtig das selbst zu probieren. Wobei bei mir läuft es ja ein bisschen anders. 99% aller meiner Patienten werden ja vorgetestet und bringen mir ihre Testbögen mit, wo so ja getestet wird, welche Art von Homöopathie ich mit ihnen machen soll. Und es testen immer noch 60% prozessorientierte Homöopathie. Im Augenblick, wir testen dann auch die Unterformate, testen die meistens Heilung- und Erlösungsorientiert. Also da benutze ich dann ausschließlich fast unsere Rubrik Heilung und Erlösung. Früher haben sie ganz viel Schatten und Traum getestet, das ist zurückgetreten. Dann testen vielleicht noch 5% Miasmatik nach Gino, da war ich ja mit meinem geliebten Andreas ganz oft. Stimmt doch, oder? Wir waren, ich meine so, manchmal, ich werde alt, Junge, ich werde einfach alt, verwechsel manchmal Sachen. Und haben bei dem lieben Gino das hier lernt, der macht ja nun inzwischen was völlig anderes. Aber das, was er uns damals in 3, 4 Jahren beigebracht hat, hat natürlich noch Bestand. Aber es testen inzwischen 30% Städteler. Und wenn die das testen, dann versuche ich das so zu machen, wie er das lehrt, sprich so, wie es angeblich Hahnemann die letzten 15 Jahre gemacht hat. Und ich weiß, dass ich das nicht annähernd so gut kann wie der Ewald. Aber Sie könnten ja auch testen Stötteler und Ewald. Aber Sie testen Stötteler und Krüger. Also dann wollen die Systeme, dass ich das mache. Warum auch immer. Also man hätte ja auch testen können Dino und Kino. Aber es haben ganz viele Leute getestet Dino und Krüger. Es steht auch drauf klassische Homöopathie auf meinem Testbogen. Es testen gerade bei mir kaum noch Leute. Also darum, ich sage nicht viel zu Städteler. Hört euch dieses wunderbare Seminar an und der ist ein ganz guter Lehrer. Ich liebe das, wenn Lehrer Dinge ganz oft wiederholen.
Und der erzählt dir 10-mal in diesen 20 Stunden, warum er Reaktions- und Zwischenmittel gibt. Ich arbeite da so und da schließt sich so ein Kreis. Ich hatte ja einen Homöopathielehrer, der war ein ganz, ganz strenger Kentianer. Und Kent war ja ein ziemlicher Schwulenasser. Weil Kent war Schüler von Swedenborg. Und Swedenborg war wirklich ein schwieriger Philosoph. Bei Swedenborg war der Himmel in Lager unterteilt. Und Himmler hat Swedenborg gelesen. Swedenborg, nicht Swedenborg. Swedenborg. Und bei Swedenborg gab es ein Lager für Schwule. Und da muss, also im Himmel. Und da mussten die alle rosa Winkel tragen. Und Himmler hat in seinen KZs Schwule rosa Winkel getragen. Das fand ich auch interessant. Und darum hatte ich auch erstmal gegen die klassische Homöopathie eine Aversion, weil ich hatte eben einen ersten klassischen Homöopathielehrer, der war bekennender Nationalsozialist, hat der richtig gesagt. Der hat immer gesagt, Onanieren macht das Rückenmark kürzer, habe ich mich gemeldet, habe gesagt, Herr Neumann, kann nicht stimmen, ich onaniere regelmäßig und ich kann noch sprechen. Dann hat er mal gesagt, der Untergang der europäischen Kultur fing damit an, dass man zugelassen hatte, Frauen studieren zu lassen. Ich war damals mit einer Radikalfeministin zusammen, war auch schwierig und die Schüler da an dieser Schule, wo ich war, die Homöopathie, machten, aßen immer aus solchen Einweggläsern irgendwelche keimenden Körner. Und ich aß Pommes-Schranke mit Curry. Hatte rot gefärbte Haare, einen Ohrring und eine Plastik-Bomberjacke. Und die haben mich immer ganz abschätzend angeguckt. Und wenn ich da nicht einen ganz, ganz tollen Lehrer gekriegt hätte, Volker Rohleder, Kotau, 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 leider viel zu früh gestorben. Es gibt einen wahnsinnig schönen Hahnemann-Film, den Volker moderiert. Wie heißt der denn? Der war bei Arte, aber das ist schon 20 Jahre. Ja, aber den gibt es noch im Netz. Ein Film über Hahnemann, richtig, so ein Doku-Spielfilm. Und den moderiert Volker in einer unbeschreiblich tollen Art und Weise. Leider viel zu früh gestorben. Ganz tragisch, ein unbeschreiblich toller Homöopath. Und dem Holger, dem Volker verdanke ich, dass ich Homöopath geworden bin. Weil ich wollte eigentlich Chinesisch machen. Weil ich hatte damals im Heilerhaus noch in Kreuzberg, hatte ich einen China-Lehrer, den Peter Weber. Und der war toll, der war so toll. Der war so ein Geschichtenerzähler und das fand ich, ich werde, mach chinesische Medizin. Und dann kam der Volker Rohleder an unsere Schule, eigentlich um Anatomie und Physiologie zu unterrichten, aber halt nur von Homöopathie geredet. Ja, Tuberkulinum erklärt, an dem Buch Ein Winter auf Mallorca von George Sand, die der Herr Neumann sofort in die Kiste gepackt hätte, weil die trug Frau Herrenkleider und ritt im Herrensattel. Das geht ja gar nicht. Ähnlich wie Melanie von Hahnemann, so eine war das. Und die liebte den Chopin, aber litt eben total unter seiner Tuberkulose. Er war ja echt schwierig. Gerade der Winter in Valdemossa muss ja der Horror gewesen sein. Ihr müsst euch mal die Chopin-Musik anhören, die er in Valdemossa geschrieben hat. Tuberkulinische Depression tropft. Danach fängt er gleich an zu husten nach der Musik. Ja. Und was so spannend war, der Volker lernte bei einem ganz, ganz wunderbaren Homöopathen, den habe ich geliebt, diesen Mann, bei Primarius Matthias Deutsche. Primarius Matthias Deutsche. Und das erste Homöopathiebuch, was ich gelesen habe von ihm, war Medizin der Person. Und das Homöopathiebuch, was ich am meisten in der Hand gehabt habe in meinem Leben, war Organotropie. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt bei Haupt. Müssen wir nicht mehr kaufen, weil es gibt ein Nachfolgewahlwerk, wo ich immer denke, das ist bei Martin, aber es ist nicht bei Martin. Das ist die bewährte Indikation in der Homöopathie von Enders, wo die Organotropie von Dorci mit eingearbeitet ist. Und der Dorci, ohne die sechste Auflage studiert zu haben, hatte eine interessante Verordnungsform. Dafür ist er von den Kentianern immer sehr beschimpft worden als Bastard
und After-Homöopath. Hahnemann war ja auch nicht so lustig in seinen Beschimpfungen. Und der Dorji verschrieb bei jedem Patienten immer ein Mittel für die Diathese. Krankheitsbereitschaft ist, was wir Miasma nennen würden. Also jeder Patient hat entweder Tuberkulinum gekriegt, Zurinum gekriegt, Medurinum gekriegt, Zurinum, Medurinum, Syphilinum, Tuberkulinum gekriegt. Und dann hat jeder Patient bei Dorji ein sogenanntes personotropes Mittel gekriegt. Pulsatilla, Natrium, Tralala. Und Dorji hat immer noch ein drittes Mittel gegeben, ein Organmittel. China D4. Ich weiß, die typische Verschreibung bei Anämie war Tuberkulinum 200, Medurinum D30 und China D4. Das war Dorjis Anämieverordnung. Dann habe ich eine Weile Dorji gemacht, bin dann aber wieder ganz zu den Einzelmitteln zurückgekehrt, weil Boller Schule Einzelmittel. Nicht dogmatisch, aber war so. Dann habe ich mich eine Zeit lang mit sehr, sehr radikalen Einzelmitteln Homöopathen beschäftigt. Wie hieß der mit der langen Nase? Alf Goikens. Alf Goikens, der war so radikal, wenn der meinte, Brigitte ist Silicea. Dann hat der Brigitte Silicea gegeben. 10.000, jeden Tag. Ein halbes Jahr. Wenn du hingekommen bist und gesagt hast, ist nichts passiert, 50.000. Wenn du nach einem Jahr wiedergekommen bist, ist nichts passiert, 100.000. Der hat Leute jahrelang mit einem Mittel gefüttert, weil der sich so sicher war. Brigitte ist Silicea. Ich weiß ja nichts von denen, wo es geholfen hat, weil die sind nicht zu mir gekommen. Aber ich hatte dann Leute, die hatten 4 Jahre Silicea gekriegt, ohne dass was passiert ist. Seitdem glaube ich nicht mehr, dass falsche gegebene Hochpotenzen so viel Böses machen. Weil die haben teilweise ein halbes Jahr eine 10.000 genommen und es ist einfach nichts passiert. Nichts besser passt, aber es ist auch nichts schlecht. Und der Alfons Goikens war ein großer, ein richtig großer, viele Bücher geschrieben. Und dann, ja, dann habe ich mich mal eine Weile mit Arthur Lutze beschäftigt, Doppelmittel. Aber eigentlich war ich so unterwegs, dass ich so eigentlich bis ich Städteler begegnet bin, ja, primär mit Einzelmitteln gearbeitet habe, manchmal eine Pflanze dazu, manchmal Akupunktur dazu, oft Körpertherapie dazu, oft Schamanismus dazu, weil die ja alle getestet werden, bevor sie zu mir kommen. Und dann bin ich dem Ewald Städteler. Und dann dachte ich, der macht es ja fast wie der Dorji. Ein bisschen anders, aber fast wie der Dorji. Und dann bin ich einer Schülerin begegnet. Julia Wind. Eine ganz, ganz alte, ganz, ganz treue Schülerin unseres Hauses. Die hat hier immer früher tolle Filme gedreht. Die ist auch Fotografin. Hat wahnsinnig tolle Bilder auch von mir gemacht. Und diese Julia Wind ist seit vielen Jahren Schülerin von Ewald Städteler. Und die hat mir davon erzählt. Und es war ja nur jemand, der hat ganz lange Prozess gemacht und ganz lange klassisch gemacht und alles. Und die war so begeistert von ihm. Und da ich ja zum Glück kein Freudianer bin, kann ich mich auch von ehemaligen Schülern behandeln lassen. Was mir ja auch vorgeworfen wird. Und dann habe ich zu Julia gesagt, du Julia, ich würde das gerne mal probieren. Ich habe so ein paar therapieresistente Symptome, wo sich meine Klassiker einfach die Zähne ausbeißen, probier doch mal. Dann habe ich 2 Jahre mit wirklich schönen Erfolgen diese Therapie gemacht mit der Julia Wind, wo ich immer 3 Mittel genommen habe. Immer ein Mittel für das Miasma. Das wechselte bei mir so zwischen Medurinum und Tuberkulinum. Immer ein Mittel, ich sage jetzt mal, für meine Person. Pulsatilla, Ferrum, irgend sowas. Und dann, und das ist jetzt besonders beim Ewald, immer ein Zwischen- oder Reaktionsmittel. Und da hat Ewald nicht so viel. Da hat er, was ganz oft bei ihm verschrieben wird, Carbo Vegetalis, Carbo Animalis, Sulfur und Hemasulfurus. Manchmal Nux noch. Und das habe ich dann einfach probiert und mit den Reaktionsmitteln hatte ich Probleme. Da war ich irgendwie zu blöd, das habe ich nicht so richtig verstanden. Das muss ich mir wieder nochmal dreimal anhören.
Es gibt es wohl jetzt auch als Buch, hat mir letztens jemand erzählt. Ja. Und da habe ich jetzt einfach einen Weg gefunden, dass wenn meine Leute testen, Städteler, dann finde ich das persönliche Mittel ganz normal prozessorientiert. Die Nosode ist nicht schwer zu finden. Und das Reaktionsmittel lasse ich mir einfach testen. Und darum rede ich heute unter Sulfur, weil in 70% aller Testungen, welches Reaktionsmittel der Patient braucht, kommt Sulfur bei meinem Patienten. Martin sagt bei Ewald eher Carbo Animalis, eher Carbo Vegetabilis, kann an meiner Person liegen, weil ich habe Sulfur 2 Jahre gekriegt von Kentianern, ohne Wirkung. Mein erster Homöopath, mein zweiter Homöopath, mein erster hat mir die Migräne weggeschossen, hat mir 1 Jahr lang Sulfur gegeben, Kentschereihe, 30, 200.000, 10.000, 100.000, 1 Million, 30 Euro. Und nach 1 Jahr habe ich ihn verlassen, nicht weil es nicht half, sondern weil der nicht mit mir sprach. Der schrieb seine Anamnesen auf Altaramäisch, dass kein Patient in sein Buchbein gucken konnte. Naja, ich war sehr fasziniert von dem, weil er hatte einen doppelten Doktor. Und ich bin ja nur bekennend sapiosexuell, also ich stehe auf akademische Gerade. Und darum fand ich den so klasse. Aber der wollte mir auch nie sagen, was ich gekriegt habe. Ich wusste nach dem 1 Jahr auch nicht, was ich gekriegt habe. Ich weiß, dass man bei dem manchmal die Mittel über Anwalt rausklagen muss. Und dann bin ich zu einer zweiten Kollegin gegangen, die hatte Slipper aus Hirsch, aus Kuhfell. Fand ich ganz toll. Fand ich ganz toll. Hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Und später habe ich erfahren, dass die den gefragt hatte und der hat gesagt, der Krüger ist Sulfur. Dann habe ich den nochmal ein Jahr gemacht. 30, 200. Also ich habe 2 Jahre lang Kentschereien, Sulfur gekriegt, ohne dass irgendetwas passiert ist. Also ich weiß, konstitutionell bin ich wahrscheinlich nicht Sulfur. Ich bin irgendwas, was so ähnlich aussieht. Ja, aber wenn meine Medien testen Reaktionsmittel in Stötteler, kommt fast immer Sulfur. Ganz kurz, ihr hört euch das hier alles an und dann wisst ihr, wie das geht. Stötteler gibt die Nosode meistens in der Prügerei und gibt dann das persönliche Mittel und das Reaktionsmittel in der Q1 dazu. Zwischen den Mitteln gibt es immer so ein bisschen Unterschiede, mal 1-2 Stunden oder so. Inzwischen habe ich testen lassen, man kann es auch manchmal in eine Flasche tun, ist auch interessant. Testen lassen, Energiesystem. Ich bin ja da totaler Demokrat. Aber auch das testen meine Medien, eine Flasche, mehrere Flaschen. So, und 70 Mal Sulfur. Und dann habe ich mich nochmal richtig mit Sulfur beschäftigt und habe gesehen, warum der Hahnemann das Sulfur wirklich als das Königsmittel immer bezeichnet hat. Und warum so viele Homöopathen immer wieder gesagt haben, wenn sie nur ein einziges Mittel mitnehmen dürften auf eine Insel, dann würden sie Sulfur. Wenn die Patienten heutzutage in unsere Praxis kommen, außer es sind Waldorfkinder oder Kinder von Freischulern oder von weiß ich was, bringen die ja meistens unbeschreibliche schulmedizinische Leiden. Also ich hatte nach der Wende ganz, ganz viele Kinder aus der ehemaligen DDR. Arne hat ja schon über die Impfpässe von denen erzählt. Aber ich hatte ja Kinder, die hatten in ihrer Biografie 30 Antibiotika behandelt. 30 Antibiotika. Wie Tulkas hat mal gesagt, ein Immunsystem braucht nach einer Antibiotika-Behandlung 5 Jahre, um sich zu erholen. Wenn keine Homöopathie gibt. Bei der Homöopathie geht es besser. Und die Menschen, die bei mir Sulfur testen als Reaktionsmittel, haben solche Biografien. Die haben so eine klassische Sulfur-Biografie. Du hast ein Beziehungsproblem und als Folge des Beziehungsproblems kriegst du einen Pilz. Gehst zu deinem Arzt, kein Problem, Kanisten, irgendwann ist der Pilz unterdrückt.
Dann juckt es nach 14 Tagen wieder, wenn das Beziehungsproblem nicht gelöst ist. Gehst du zum Arzt, dann hast du jetzt die Jumonan. Dann kriegst du Klont. Klont, 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 Klont. Irgendwann sind die Trichomonaden unterdrückt. Kriegst du mal wieder einen Pilz. Kannst du den?